Hallo, Ibims Stein. Oder Ibims Bims Stein. Ach, Grüße gehen raus an dich, Bro. Folgt mir auf Instagram. Wenn man einen Körper anstößt, kann er umfallen. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Auf jeden Fall lässt sich mit dem Schwerpunkt einiges Lustiges anstellen. Dieser Teller fällt zum Beispiel nicht vom Tisch, obwohl über 50% seiner Fläche über die Tischkante schauen. Und das alles nur, weil sich sein Schwerpunkt noch auf dem Tisch befindet. Der Trick klingt zwar jetzt nicht sonderlich spannend, aber er eignet sich perfekt, um nervöse Freunde im Restaurant zu ärgern. Emma, komm mal, wissenschaftliche Untersuchung. Jetzt ist es für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Wie fühlst du dich hierbei? Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch mit diesem Dude angefangen und ihn dabei gefragt, aus was denn seine perfekte Seifenblasenlösung besteht. Denn diese Dinger hier halten schon einiges aus und mir wurde immer erzählt, Marcel, nimm einfach etwas Kühlig und Wasser. Da denkt man, er hätte es vergessen, haha. Aber diese Mischung ist echt scheiße. Sorry, Dad. Und Grüße an die Spüli-Gang, ihr habt mir meine Heimfahrt gerettet, als mir das Scheibenwischwasser ausging. Ohne Scheiß. Kennt ihr noch das Stehaufmännchen? Hatte ja letztens ein Video dazu gemacht. Unumkippbare Objekte. Man braucht aber keinen 3D-Drucker, um sich ein Stehaufmännchen zu machen. Die Kapseln gewisser Schokoeier eurer Wahl sollten sich perfekt als Hohlkörper eignen. Und was wir jetzt noch neben der Plastikkapsel brauchen... Hey, um! Nur werden sich Leute, die jetzt neu auf diesem Kanal sind, fragen... Warum zur Hölle baut man Jumpscares in Wissensvideos ein? Das auch, aber eigentlich meinte ich... Wer zur Hölle hat Gallium zu Hause? Aber Techtastisch-Abonnenten wissen, Gallium gehört zur typischen Ausstattung eines Hobby-Nerds. Lifehack Nummer 3. Kennt ihr das auch, wenn ihr auf dem, nein. Wenn ich das jetzt bringe, wird das Video zu fäkallastig. Kennt ihr das auch, wenn ihr Steine in einen Plumpsbach werft und das Plätschern dann eure Backen erreicht? Niemand will nasse Backen haben, also werft einfach zuvor etwas Klopapier ins Klo. Und dann werden die Steine immer darauf landen, was ein Plätschern verhindert. Juhu, die Backen bleiben trocken. Wissens-YouTuber. Es klappt halt wirklich und ich benutze diesen Trick auch immer. Und ihr in Zukunft wahrscheinlich auch. Und Nummer 4 ist Fragenklärung und Lifehack-Ergänzung in einem. Der Tipp, 30 Paar gleiche Socken zu kaufen, damit man sie nie wieder sortieren muss, kam ja sehr gut an. Und hier die Ergänzung, kauft euch noch genauso viele Paare weiße Socken hinzu und lasst es einfach scheißegal sein, ob ihr zwei verschiedenfarbige Socken tragt. Aber Techi, weiß und schwarz sind doch gar keine Farben. Ach ihr verdammten Klugscheißer, ich liebe euch. Voll homo. Das war so lustig. Wie schade, dass du zu klein für die Scheiße bist. Ich bin nicht mal klein. Darf ich die Szene jetzt in Ruhe aufnehmen in 4K, Bitch? Da ist Honig drin. So, ich hab das jetzt mal nach... Also, ich hab das jetzt mal nachgerechnet und ich hab heute schon allein beim Frühstück 86 Gramm Zucker zu mir genommen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist bei der Junggesellenernährung. Wissens-YouTuber. Wir haben nur intelligente Freunde. Ich muss pipi. Fakt ist auf jeden Fall, die Ananas verdaut dich, während sie sich in deinem Mund befindet. Und was noch witziger an der ganzen Sache ist, sobald die Enzyme über 70 Grad Celsius heiß werden, werden sie inaktiv. Das ist dann der Grund, warum gebackene Ananas nicht mehr brennt. Also hat Pizza Hawaii endlich mal einen sinnvollen Nutzen. Man sollte nicht einfach so über alles schimpfen, ohne sich auch Gedanken über die potenziellen Vorteile... Halt! Nein! Das war ein Witz! Ein Witz! Abonniert mich wieder um Wissenschaftswillen! Ach Internet... Okay, dann bin ich mal gespannt. Schutzbrille ist aufgezogen und... Es war gut, dass ich meine Schutzbrille anhatte. Und das Gallium scheint auch schon hart zu sein. Ich höre den Galliumschrei. Oh mein Gott, das sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Oh, und ich rieche die Acetondämpfe. Und ja, dieses Gadget ist ebenfalls via Raflink in der Beschreibung verlinkt. Aber sind mehrere tausend Volt nicht gefährlich? An sich schon, aber nicht, wenn die Stromstärke auf einen extrem geringen Wert reduziert wird. Lauf! Verkohlen tut die Haut halt trotzdem und es tut verdammt weh. Ich mache das, damit ihr es nicht machen müsst. Ich liebe meinen Job. Dieser Typ hat mich auf einem Projekttag, zu welchem übrigens ein rein chemisches Video folgen wird, auf ein Problem hingewiesen. Sommer sind die Erzfeinde von Gallium und das wäre mit meinem Gesicht passiert. Nur nicht im Ofen, sondern an der Wand.
Da hätte man ordentlich Pfli benötigt. Also was machen wir jetzt? Erstmal dem Video einen Daumen nach oben geben, es teilen und oder es den Freunden zeigen, weil verrückte Wissenschaftler am Werk waren. So, Mauch, wir üben jetzt Handstand. Steht dein Dad im Testament? Probier jetzt mal, wie einfach ich einen Handstand machen kann, ohne die Füße ins Gesicht zu hauen. Bist du bereit? Weißt du, wie die Hilfestellung geht? Ich weiß es nicht. Mann, wir sind echt gut vorbereitet. Dann kann ich so über Kopf gehen. Bein. Mach mal Bein hoch. Der Beinstütze, das mache ich, das ist kein Problem. Ja. So verklappt. Machen wir das so? Wie professionelle Wissenschaftler. Thema Versuch Nummer 1, ich gehe sicherheitstechnisch mal so provisorisch über Kopf. Okay, ich merke noch gar nichts. Oh mein Gott, heilige Scheiße, ist meine Stimme wie. Ich wurde ja unglaublich oft darauf hingewiesen, die Stahlwolle mal zu wiegen, nachdem sie angezündet wurde. Und ich dachte mir da so, warum nicht? Stahlwolle auf die Waage, Gewicht notiert, anzünden und sie wurde schwerer. Moment, was? Ja, Stahlwolle scheint schwerer zu werden, wenn man sie anzündet. Ob das auch mit Papier passiert? Scheinbar ja nicht, aber das macht auch alles soweit Sinn. Sinn machen sagt man nicht. Das leitet sich aus dem Englischen des Makes Sense ab, aber das stimmt gar nicht. In Wahrheit muss man nämlich, das ergibt Sinn sagen. Ist mir noch egal, aber danke fürs Klugscheißen. Ich liebe diese Community.